Alles klar und hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Paper Mario. Wir haben in der letzten Folge den Hammer erhalten und können diesen Weg jetzt endlich gehen. Mal schauen, was Gumbas Papa sagt. Papa, hast du gehört? Ich gehe mit Mario auf ein Abenteuer. Du wirst stolz auf mich sein, Papa. Ich verspreche es. Warte nur. Gib dein Bestes, Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass du Mario eine große Hilfe sein wirst. Gut, dass du so viel Zeit in dein Training investiert hast und nicht für die Schule gelernt hast. Ja, es ist schon richtig so. Und jetzt zieh los, erfülle deinen alten... Was? Und jetzt zieh los und erfülle deinen alten Gumpapa mit Stolz. Okay, auf einmal hat er da kein Problem mit. Jetzt will ich auch mal was probieren. Das ist Gumbafurt. Hier lebt meine Familie. Hier gibt es auch ein Toadhaus. Das ist hier bekanntermaßen ein guter Ort zum Ausruhen. Der große Baum neben meinem Haus wirft auch viele Gumnüsse ab. Ein großer Baum neben seinem Haus? Der da? Echt? Cool. Was hast du erhalten? Gumnuss. Ausgezeichnet. Eine besondere Nuss aus Gumbafurt. Sie stellt 3 BP wieder her. Das ist ja cool. Danke für die Info, mein Freund. Da siehst du, es ist gar nicht so schlecht, hier alles mal zu erfragen. Wie sieht's jetzt aus? Was sagst du hier was anderes? Das ist Gumbafurt. Okay, er sagt hier dasselbe. Kann ich jetzt noch so eine Nuss farmen? Das wäre schon ziemlich lächerlich irgendwie. Nee, geht nicht. Okay. Wollen wir nochmal gucken? Ich will nochmal schnell gucken, was der da unten sagt. Das sind die Wälder hinter meinem Haus. Vorsicht, es gibt hier viele böse Gumbas. Verzeihung, ich bin mir sicher, dass du dich selbst darum kümmern kannst. Oh, die leben wieder. Ja, dann gehen wir hier gleich ganz schnell wieder weg. Weil Farming ist jetzt nicht so das, was ich tun möchte. Schon gar nicht bei Gumbas, die ich so schnell töten kann. Dann gehen wir dann doch mal auf und ziehen in unser großes Abenteuer. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du den Orden noch nicht trägst, den Gumpa dir gegeben hat. Ach stimmt, ja, Gumpa hat gesagt, wir müssen ihn auch wieder ablegen. Der Orden hat keinen Nutzen, wenn du ihn nicht trägst. Also solltest du ihn mal besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst, okay? Ja, hast recht. Okay, es dauert kurz, bis das Menü reinkommt. So. Der Powersprung verbraucht... Was? 2 SP. Ne, BP. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Cool, dankeschön. So, jetzt trage ich ihn aber, gell? Vorsicht vor Gumbas. Wow! Wow, der war ja ganz schön gemein, mein Freund. Aber so geht's natürlich nicht. Ey, Mario! Während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht, okay? Cool. Dann greifst du mal zuerst an, okay? Strategie? Lass mich nichts tun. Das wäre ja mal voll gemein, ey. Ich will dich auch mal sehen. Mach mal was. Kopfnuss und Scanner. Zeig Beschreibung des Gegners und seine KP an. Erzähl mir mal was über Gumba. Das ist ein Gumba. Gumbas sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. So wie ich leider. Nein, du bist super, ey. Alter, du bist übel stark. Danke. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin ja auch einer. Ja, wir hatten das gerade. Maximale KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Du kannst auf sie springen oder sie mit dem Hammer vermöbeln. Das sind Gegner alter Schule. Du kennst sie schon seit den Tagen von Super Mario. Wow, das ist ja übel, was da für Infos kommen. Cool, danke. Bitte. Kann ich ihn jetzt nochmal angreifen lassen? Du hast deinen Zuverbrauch, du kannst jetzt nichts mehr wechseln. Okay. Und dann sieht man sogar, wie viel der noch hat. Das ist ja lustig. Boah, ey, das ist ja mal mega nice gemacht. Aber 2 Sternpunkte ist halt schon traurig. Jetzt sind es halt 35. Bald haben wir 100 den nächsten Level. Das wäre schon mal super. Wow, wow, wow. Ich habe beide erwischt. Kämpfen jetzt beide gegen... Ja, die kämpfen jetzt beide gegen uns. Das ist ja lustig. Okay, wieder du zuerst mit einer Kopfnuss.
Auf den zweiten. Sehr schön, danke. Soll ich jetzt mal so einen Powersprung? Nein, ich mach jetzt keinen Powersprung. Hier, bring den ersten um. Bis hierhin jetzt nicht wirklich ein Problem. Aber immerhin sind wir jetzt auf 39. Bald haben wir fertig gelevelt. Und Gumbarius auch ganz glücklich. Was? Ach so. Oh. Oh shit, das wollte ich nicht. Jetzt verliere ich die Münzen. Und krieg nicht mal mehr was dafür. Oh komm, dann hau ich euch jetzt einen Bauersprung. Nein. Wow. Übel. Krass. Jetzt ist Gumbario dran. Und Gumbario haut dem eine Kopfnuss in die Fresse. Hätten wir jetzt hier Ding gehabt, hätten wir den gleich weggehauen. Ich hoffe nur mal, dass das Geld jetzt nicht weg ist. Ich habe vergessen, das einzusammeln. Das wäre ärgerlich. Sehr schön. Nein, es ist wirklich... Oh, ist das ärgerlich. Oh, das ärgert mich jetzt auch schon ein bisschen. Naja, kann man nichts machen. Weiter geht's. Dafür kann man hier ein bisschen was absahen. Wenn ich es denn treffen würde. Ja. Gott. Oh. Ist jetzt doof. Dann halt nochmal ein Powersprung. Ich brauche eh zwei Runden für die. Ja, da macht es eh keinen Unterschied. Ich lasse den einen jetzt auch mal oben. Sag mir doch mal was über den Fliegenden. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um Gumbas mit Flügeln. Maximale KP, 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Sobald sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Cool, danke für die Info. Aber dafür nehmen wir jetzt halt jetzt ordentlich Schaden, ne? Wow. Jetzt kriegst du aber einen Powersprung. So. Bumm. Drei waren es jetzt, glaube ich. Du hast ihm eine Kopfnuss rein und dann haben wir so in zwei Runden besiegt, trotz des Scanners, was doch schön ist. Und wir halten, ui, 6 Stück. 49 haben wir jetzt. Ach, da oben sind die. Okay, cool. Wir haben irgendeine... Ach, das war ein Brüderpunkt. Ein Bruderpunkt war das, den wir da erhalten haben. Das ist ja cool. Dann können wir jetzt die Attacke nochmal einsetzen. Sehr schön. Erstangriff erfolgreich. Wunderbar. Alter, wie wir die platt machen, ey. Wie üblich, erzähl mir doch mal was über den da. Das ist ein Pieks-Gumba. Er heißt so, weil er einen Stachel am Kopf trägt, der piekst. Maximale KP 2, Angriffskraft 2. Verteidigung 0. Was immer du tust, auf keinen Fall solltest du ihn. Was immer du tust, auf keinen Fall solltest du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Oh, das ist ganz schön krass. Ja, dann. Hauen wir den mal lieber schnell K.O., weil der letzte, der hintere ist nur ein normaler Gumba, der ist jetzt nicht so schlimm. Ja, Vorsicht. Bleibt mal ruhig. Wir haben hier einen Hammer. Und wir haben auch den kleinen Gumbario, der das hier für uns beendet. Ja, die Gumbas, die sind wirklich keine Gefahr für uns. Womit wir jetzt auf 54 sind, also der Level kommt bestimmt irgendwann. Und wir erhalten einen Pilz. Was hast du erhalten? Pilz, ausgezeichnet. Ein normaler Pilz, der stellt 5 KP wieder her. Das ist eine Fragezeichenbox. Die bringt... Den Tu-mir-nichts-Orden. In einem Notfall gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Oh, der klingt... Für den Anfang klingt der gut. So. Orden. Cool, den können wir auch noch anlegen. Geil. Aktive... Ah, okay, das ist ja cool. Was haben wir im Startmenü eigentlich noch so? Ich will mir das jetzt auch mal anschauen. Mario Level 1. Wir sehen hier, was er alles kann. Stiefel, er hat normale Stiefel und einen Hammer halt. Ja, 2 Sternensplitter und spielt schon seit einer Stunde. Wow, hier kannst du Marios Status überprüfen. Okay.
Wichtige Items. Nix. Feuerblume, Pilz und Gumnuss. Cool. Team. Überprüfe dein Team und die Fähigkeiten deiner Freunde. Wir haben Gumbadio. Ups. Gumbadio ist ein gewitzter junger Abenteurer und ein großer Fan von Mario. Drücke nach unten, um dir von ihm Infos geben zu lassen. Danke, Gumbadio. Netter Kerl. Da will ich hin. Da, jetzt. Kopfnuss gegen einen Gegner. Zeig Beschreibung des Gegners und seine KP an. Nett. Sterne. Zeig die geretteten Sterne und ihre Kräfte. Nichts. Karte. Ah, hier ist die Karte. Zeig die Karte und alle bereits besuchten Orte. Hübsch. Danke. Iss einen Pilz, um dich zu erfrischen. Drücke nach links, um den Pilz zu essen. Wir haben einen Pilz erhalten. Sehr schön. Ich kann ihn doch mit einem Pilz treffen. Oh, fuck. Scheiße. Okay. Jeder von denen macht mir einen Schaden. Aber ich habe ja den Notfallorden an. Ja, ich riskiere das jetzt mal eiskalt. Weil ich hier sonst nichts zu tun habe. Ich hole mir da jetzt 3 Gumbas. Ich kann ja einen Pilz essen. Das müsste ja auch während des Kampfes gehen. Autsch. Haha, beinahe. Das ist ja lustig. Okay, da haben wir es auch schon mal einmal gesehen. Wir werden jetzt 2 besiegen. Das heißt, wir werden mit exakt 2 KP werden wir hier aufhören. Ja, ganz ehrlich, da kann ich auch... Ja, brauche ich doch nicht. Ich bin doch Mario, ich bin doch der Killer. Ich bin der Killer. Ich kill die Gumbas weg, Junge. Das ist ein Gemetzel hier, ey. Wow. Und wieder daneben, das ist ja lustig. Ich spiele halt übelst auf Risiko, aber ja, was soll das schon? Ja, ich will meine Items jetzt noch nicht einsetzen. Und auf 63 Punkten sind wir jetzt insgesamt, was doch schon mal gut ist. Und geheilt werden wir auch noch. Um 2 Punkte, wow. Cool, hier gibt es nochmal Heilung. Ich überlaufe die jetzt einfach mal großzügig, weil die ja leider nicht mehr spawnt. Hey, hey, schön langsam. Du, ja du verdächtiger Kerl, keine Bewegung. Okay, vielleicht war es keine gute Idee, mich nicht zu heilen. Aha, du bist Mario, ich wusste es. Du kannst hier nicht passieren, Herr Großmaul. So lautet der Befehl des Gumba-Königs. Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt an uns Gumba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Gumba und mein Bruder, der blaue. Wow. Los, schnappen wir ihn, blauer Gumba. Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Oh shit. Hm. Okay. Scan mir den. Blauer Gumba. Das ist der blaue Gumba. Er ist der jüngere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Maximale KP, Angriff. Wow, der ist ein wenig ausdauernder. Wie du aus der kleinen Rede seines Bruders entnehmen konntest, gehört er zu den Leuten des Gumba-Königs. Aber so ganz bei Kräften scheint er nicht zu sein. Er ist schwächer als sein Bruder. Oh shit. Ja, bei einem Angriff von 1 sollte das ja kein Problem sein. Ich esse jetzt erstmal einen Pilz. Und guck mal, was sie machen. Jawohl, 5 KP geheilt. Mario, wie gefällt dir das? Das ist der normale Gumba-Angriff. Tut jetzt nicht so weh. Okay. Gut. Dann scannst du mir bitte den anderen auch noch. Das ist der rote Gumba. Er ist der ältere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. 7 KP, eine Angriffskraft, Verteidigung 0. Der Gumba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du gar kein Problem. Er hat nur ein paar mehr KP als ein normaler Gumba. Das ist ja super, ich mit meinen 3 Brüderpunkten. Scheiße. Das war vielleicht nicht so klug. Ich glaube, ich mache dem ja damit 3 Schaden. Ja, was soll's. Gut. Nächste Runde ist zumindest einer von denen weg, wenn ich mich nicht täusche. Nein, es dauert noch eine Runde länger. Ah, verdammt. Jetzt will ich mal die da ausprobieren. Feuerangriff gegen alle Gegner. Angriffskraft 3. Versuchen wir es mal. Wow, cool.
Oh, das sind einige. Blauer Gumba. Nein, mein kleiner Bruder. Dafür wirst du bezahlen, Mario. Ja, erstmal kriegst du noch einen auf die Fresse. Zwei Runden sind's noch. Das sollte ja jetzt hoffentlich kein Problem sein. Also bis hierhin war es kein Problem. Ja, die Kämpfe sind jetzt noch nicht das Allerspannendste, aber so langsam geht es in eine gute Richtung. Ich vergaß. Wir haben ja noch diese lustige Fähigkeit. Also der Orden gefällt mir, den lasse ich glaube ich immer an. Und wir kriegen nochmal ordentlich 20, hä? Ja, 20 Sternpunkt. Cool, 83 haben wir jetzt. Nein, ich lasse dich nochmal davon kommen. Oh, wie traurig. Ah, ein Speicherblock. Dann gehe ich jetzt erstmal heilen. Weil da sieht es jetzt nicht so gut um uns aus. Und dann gehen wir weiter. Katsching, aufgeheilt. Und dann geht's weiter. Yay! Einmal speichern. Sehr schön. Langsam werden wir immer stärker. Wir sind Super Mario. Bald. Komm mit, Gumbario. Da ist er ja. Einfach wieder gespawnt. Iss den Pilz, um dich zu erfrischen. Das war ganz schön gemein von dir. Ein Fake? Komm, also ernsthaft. Geht's noch, mein Freund? Dafür kriegst du gleich einen auf die Fresse, ja? Ich hoffe mal, dass ich nach dem Level-Up stark genug bin, um die mit dem ersten Angriff zu killen. Das wäre auf jeden Fall praktisch, weil die nerven mich. Und dass ich diesen einen Schaden nicht irgendwie verhindern kann, das nervt mich auch. Ich meine, ich hätte nichts mehr was dagegen, gegen die zu kämpfen. Aber das nervt dann doch schon ein bisschen. Egal, 87 Sternpunkte haben wir. Und Geld. Hier ist nix. Gucken wir mal hier. Zum Schloss des Gumba-Königs. Ich will doch eigentlich gar nicht zum Gumba-König. Oh oh. Gumba-König, hilf uns! Mario hat uns verdroschen. Oh oh. Das könnte den vielleicht ein bisschen sauer machen. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Oh oh. Mario, ist das so wahr? Du hast es bis hierher geschafft. Dafür verdienst du aber Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter, weil ich, der große und mächtige Gumba-König, dafür Sorge tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Jetzt hast du Angst. Willst du dich vielleicht entschuldigen? Nö, eigentlich nicht. Wow, dieser Gumba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns. Bist du bereit für mein Sohn? Das solltest du besser. Oh, shit. Mach ihn fertig, Gumba-König. Wir sind bei dir. Überlass dir mir. Hey, Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Gumba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Da hast du absolut recht, deswegen... Ach so, die wir sehen schon, wie schwach die sind. Das ist ja lustig. Hm. Ich will mal überlegen, ob wir erst einen ausschalten. Ja. 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 Wir schalten erst einen der Gumba-Brüder aus. Und dann den anderen, vielleicht haust du ihm eine Kopfnuss in die Fresse. Und wenn wir den ausgeschaltet haben, dann schalten wir den anderen aus und dann holen wir uns Infos über den. Oh oh. Okay, der sieht jetzt nicht so stark aus, wie ich gedacht habe.
Nein! Das war falsch, das wollte ich nicht. Oh Mann, so ein... jetzt kriege ich in der Runde unnötig Schaden. Mann! Das war dumm von mir. Was? Beinahe. Okay, jetzt kann ich hier einen Sprung auf den einsetzen, dann ist der auch mal weg und wir sparen uns jeweils den Treffer oder den Tod durch ihn. Fähigkeiten. Ich hätte gerne einen Scanner. Das ist der Gumba-König, er ist wirklich groß. Ich meine, sieh ihn dir doch mal an. Er sieht auch wirklich sehr stark aus. Maximal 10 KP, eine Angriffskraft und Verteidigung 0. Er ist der Boss des Roten und des Blauen Gumpas. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann, ich frage mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Ernsthaft, das macht mich übelst fertig. Ich wäre auch gern größer. Oh oh. Autsch. Beinahe. Das ist so geil. Ja, aber wenn der 10 KP hat, ne? Ja, dann kann man dem schon mal auf die Fresse hauen. So, Gumbario, bitte einmal Kopfnuss noch hinterher. Also wir hauen dem jetzt wirklich im Speed-Modus, hauen wir ihm eine rein. Das ist so eine Pfeife. Nein. Powersprung. Das ist nicht vorbei. Oder nein, ist noch nicht vorbei. Schade. Ja, die eine Runde überlebt man jetzt auch noch. Das ist jetzt schon irgendwie ziemlich lächerlich. Mann, der Typ hat ja echt gar nichts drauf. Ja, egal, jetzt ist er auch weg. Oh, und wir erreichen den zweiten Level. Cool. Level up! Yeah! Wähle einen Wert. Ordenpunkte auf 6 oder Brüderpunkte ist eigentlich das, was wir am... Okay, eins von den dreien müssen wir wählen. Ich wähle die Brüderpunkte. Damit wir hier ein bisschen mehr Schaden raushauen können. Was? Wie konnte das nur passieren? Rennt weg. Yeah, ich wusste, wir werden es schaffen. Cool, gewonnen. Yeah. Das haben wir gut gemacht. Ein Schalter, okay. Ach so, haben die sich eingeschlossen, oder was? Das ist ja ganz schön gemein, da kommen wir ja jetzt gar nicht mehr rein. Den nehme ich mit. Einen Sternsplitter haben wir erhalten. Ich habe eh wahrscheinlich 100 Millionen Dinger nicht gekriegt, weil ich nicht so eich darauf achte, ne? Gut, dann gehen wir mal da rein. Ich meine, ich weiß ja eh, dass dazu ist. Toter Gumba, du hast den Schalter doch gut versteckt, oder? Natürlich, Gumba-König. Ich habe ihn vor der Festung im Gras versteckt. Vor der... Du Depp! Du hast ihn nicht hier drin versteckt. Mario wird ihn ganz sicher finden, du Idiot. Oh, glaubst du? Weißt du, du könntest recht haben. Gumba-König, vielleicht sollten wir versuchen, Mario auszutricksen, bevor er es versucht. Mario, gut gekämpft und so, aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, solltest du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh nein! Was passiert hier? Okay. Das ist ja geil. Sieh doch die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Ja, das ist cool. Aber ich, ja, wird dahinter ein Speicherblock sein? Ich weiß es nicht. Nee, ich gehe zurück und speichere dort. Und würde dann schon mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play. Ist da ein Pilz? Immer noch kein Pilz. Okay. Von Let's Play Paper Mario. Bis dahin. Servus.